Und jetzt kannst du noch 1400 Gems für Münzen ausgeben. Warum, Digga? LOL! Es tut mir leid, aber ich muss dir leider sagen, Kevin, alle Sachen, die in der letzten Zeit passiert sind auch. Du musst jetzt Sprout unter und Pokale droppen. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht sie gerade direkt neben mir. Ich habe einen Gast mit am Start, und zwar den Lukas, was geht? Moin moin, was geht, Freunde? Ja, eigentlich bin ich nicht so fröhlich, dass du hier neben mir bist. Aber Leute, es ist tatsächlich leider wieder soweit, warum auch immer. Du darfst heute wieder ein Video bestimmen, was ich machen muss. Denn, Leute, ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern, ich war tatsächlich bei Lukas zum 48-Stunden-Livestream. Da haben wir auch bei den Vlog zu hochgeladen. Und wir haben tatsächlich eine kleine Wette sogar offstream gemacht. Und ich habe leider diese Wette verloren. Und wir haben gesagt, jo, derjenige, der die Wette verliert, der muss sich vom anderen das nächste Mal bestimmen lassen in einem krassen Video. Das heißt, weil ich leider die Wette verloren habe, darfst du jetzt heute wieder ein Video bestimmen. Aber ich bin danach dran, Lukas. Denk dran. Also, ja. Ich würde sagen, lasst auf jeden Fall gerne schon mal einen Daumen nach oben da, Leute. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich bin hier auf meinem Account, Lukas. Schieß einfach los und lass 10.000 Daumen nach oben da, Freunde. Auf geht's. Mir fällt schon mal zum Start eine gute Sache ein. Du kannst schon mal als erstes natürlich in den Shop gehen. Geh schon mal so durch, was du da so drin hast alles. Und du siehst dort Creator-Code Lukas, richtig? Ich habe mitbekommen, Kevin, das hat mir nicht so gut gefallen. Du hast eine Woche lang für den falschen Creator-Code Werbung gemacht. Das hat mich extrem getriggert, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Deswegen musst du jetzt natürlich umso mehr Werbung für meinen Creator-Code machen. Und zwar möchte ich jetzt von dir eine Opernversion des Creator-Code Lukas. Eine schön gesungene Opernversion. Du weißt ja, wie sich das so anhört. Von dem CC Lukas Shindy-Song. Soll ich direkt machen, oder was? Ja, ja. Lukas für Shindy ohne Stress. Ja, sehr wild, Kevin, muss ich sagen. Hat's dir gefallen? Ja, danke dir. Und jetzt kannst du noch 1400 Gems für Münzen ausgeben. Ach, Digga. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, okay, dann bekomme ich so 10-mal dieses Angebot. Nee, hä? Oh mein Gott, du hast ja gar nicht gesagt, dass ich das machen muss. Das darfst du dir auswählen, welches Münzenangebot. Okay, und als nächstes lädst du bitte 10-mal 30 Gems auf. Hä? Digga, warum denn? Lass mich halt 360 Gems aufladen. Nein, nur weil es dich nervt, musst du jetzt 10-mal 30 Gems aufladen. Ach, Digga. Nice. Die Gems gibst du jetzt wieder für Münzen aus. Warum, Digga? Oh Mann. Oh mein Gott. Ey, Junge, das ist ja so unnötig gewesen. Oh mein Gott. Genau, komm, erstmal aus dem Shop raus, dass du dich ein bisschen erholen kannst. Oh, oh mein Gott, ja. Yeah. Genau, kannst du in den Club dann mal gehen, in den Danita-Club, in den Ehrenwerten-Club. Nice. Und dort auf Lub-Post verfassen, Kevin. Und du gehst jetzt mal zu den Emojis. Und ich würde sagen, du machst dieses Einhorn einfach so oft es geht. Warte, jetzt machst du so einmal diesen Pedo-Emoji mit diesen dieser Brille und diesen Augenbrauen. Das hier? Nicht den. Ach so, den da. Ja, ja, genau. Und jetzt wieder so Einhörner. Nur eine oder nur. Random dieser andere Emoji da drin ist. Und senden. Das ist eine wunderschöne Club-Nachricht, Freunde. Genau, Kevin, dann gehen wir mal wieder zurück, denn ja, ich habe mir im Shop noch was gemerkt gehabt. Und zwar sehe ich ja dort noch dieses
neue Angebot, was es da gibt, ne? Hallo Juni heißt das. Schau mal, das kostet 22 Euro. So, Hallo Juni und Tschüss Mai. Ah ja. Ja, das kannst du immer auf einem neuen Account oder auf einem zweiten Account irgendwie holen, würde ich sagen. Das ist Hallo Juni. So, Lukas, ich bin jetzt auf dem Kevin Jung Account. Ja, dann könnt ihr, wie gesagt, dieses Hallo Juni an. Ach so. Ja, stimmt, genau. Creator Code Lukas, Freunde. Ehre. So, und jetzt holen wir uns das Angebot. So, 170 Juwelen, Münzen und let's go. 6 verbleibende. Oh, krass, okay. Lol, Search. Lol, ja, okay, nice. Und Supercell hat nicht mehr gegönnt, Lukas. Schade, aber zur Entschädigung, kauf einfach mal bitte Amber hier in dem Shop. Ach, Digga. So, 553 Juwelen haben wir. Und wir holen uns Amber. Nein. In 3, 2, 1, go! LOL! Alter. Nice. Das ist Amber. Glückwunsch zu Amber auf jeden Fall. Danke. Und jetzt geh wieder auf deinen Hauptaccount. Kevin, du dachtest vielleicht auch schon, dass ich dich da so leicht verschont habe, aber ich bin natürlich sehr aufmerksam, obwohl ich extrem müde bin. Und deswegen, geh mal wieder bitte zurück in den Shop. Nochmal in den Shop! Denn dort hast du eine wichtige Sache vergessen, und zwar den Saloon 8-Bit für 25.000 Star-Punkte. Den habe ich nicht. Siehst du doch. Den hast du, Kevin. Und zwar, wenn du... Da rein! Ja. Oh Mann, Junge! Oh mein Gott! Aber ich wollte mir diese Star-Punkte für schlechte Zeiten aufsparen. Ja, hast du Pech gehabt. Den musst du jetzt kaufen, den Saloon 8-Bit. Immerhin, der sieht ein bisschen cooler aus, muss ich schon sagen, als dieser Penny-Skin. Also der ist schon nicer. Und... go. No. Okay, warte, ich muss mir den mal eben auswählen. Wo ist er hier? Moin, da tanzt er herum. Nice. So, Kevin, und du warst doch schon gerade in der richtigen Abteilung. Geh mal wieder in deine Brawler, bitte. Und bitte sortiere nach meiste Trophäen. Denn, Kevin, ich sehe ja auch, du hast einen Rang 34 Sprout. Oh mein Gott. Ja, ich muss sagen, Kevin, das ist schon schwach, ja, dass du den in mehreren Nächten immer noch nicht geschafft hast auf Rang 35. Es tut mir leid, aber ich muss dir leider sagen, Kevin, du musst jetzt Sprout unter 1000 Pokale droppen. Digga, bist du geisteskrank? Ich will den wahrscheinlich noch finishen, dieses Wochenende. Ja, dann musst du halt noch mal ein bisschen mehr pushen einfach am Wochenende. Hä? Ja, Digga! Also. Du weißt, es dauert so 10 Jahre! Mit geklärtem Matchmaking. Ich kann den nur noch Sonntag dann machen. Ja, musst halt so früh anfangen, ne? So 6 Stunden würde ich einkalkulieren an deiner Stelle. Bis es ist noch mehr. Ich brauche dann so 12 Stunden oder so. Ja, nee, so lange auch nicht, Kevin. Kannst du ja mal ein bisschen effektiver pushen als. Hey, warte, unter was soll ich droppen? Unter 1000? Nee. Also, was? Ja, du darfst maximal 999 haben mit Sprout. Das zahle ich dir heim, Lukas. Okay, Leute, ihr seht dann hier gleich nochmal eingeblendet, wie ich Sprout auf 999 droppe. So, Leute. Und die letzten Pokale. Ich bin jetzt bei 993 Pokalen mit Sprout. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns und ciao, ciao.